Willkommen, liebe Freunde, zurück zu dem Spiel Tiny Thief hier. In der ersten Folge hatten wir die ersten 5 Level hier gemacht. Das waren quasi die ersten Schritte. Und ja, jetzt starten wir mit Level 6, quasi der zweite Abschnitt, der knurrende Magen. Und ich bin schon ziemlich gespannt, was uns dort erwartet. Ja, gut, okay. Fertig geladen. So, ein duftender Plan. Ein Dufter oder Duftender. Okay, cool. Wieder 3 Sachen zu stehlen hier. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Da ist der Käsekuchen. Jetzt habe ich natürlich nicht gesehen. Ach so, ein Fragezeichen, ein Stück Käse und unser Kumpel. Da oben ist er. Den habe ich gerade gesehen. Na, komm noch mal rauf, Kollege. Hab dich. Haha. Gut, okay. Wir müssen das bestimmt austauschen, ne? Armes Etwas. So, was kann man denn hier noch machen? So, unseren Käse haben wir. Aber ich würde gerne noch wissen, was das Fragezeichen ist. Oh. Ah, guck mal einer an. Können wir noch kochen hier? Ja, ist klar. Ach nein, wie geil. Jetzt haben wir da Kuchen gebacken. Okay. Ja, das war auch schon Level 6. Der erste. Aha, okay. Alle 3 Sachen, schön. Auf ins nächste. Oh, ist das lecker. Burger. Sieht aus wie ein Big Mac, ne? So ein Big Mac, ja. Könnt ihr ihn hauen. Okay, dann schauen wir uns mal an. Ein Burger, unser Kollege und ein Fragezeichen. Okay. Okay, ich suche erstmal unseren Kollegen hier. Unsere kleine. Wo ist er denn? Da ist er. Wahaha. Okay. Oh oh. Scheiße. Okay, wir lassen das Fleisch runterfallen und dann kann der Hund sich das schnell krallen. Ich versuche mal. Also ich konnte mich vorhin eigentlich nicht wirklich bewegen. Ja, doch, hat geklappt. Oh. Okay, wir können raus. So. Jetzt muss ich nur mal gucken, weil uns fehlt ja ein Fragezeichen. Ah, hier haben wir den Burger. Was könnte das sein? Was könnte das Fragezeichen sein? Hm. Wir können aber eigentlich nichts mehr machen hier, oder? Ja, uns fehlt jetzt das Fragezeichen. Da ist es. Wir wiederholen das nochmal. Ich meine, die Level sind ja nicht wirklich schwierig. So. Das ist unser Kollege. Das war... Ja, das wissen wir ja. Aber wie kriegen wir jetzt das Fragezeichen? Also,
Ja, wenn ich das jetzt runterfallen lasse, dann zischen die ab. Ja, wenn ich da zu nah dran gehe, dann bemerkt er mich ja. Okay, egal. Wir machen das noch mal. Oh nein, nein, nein. Na, dann komm mal raus. Rauf können wir hier nicht anklicken, geht nichts. Hier ist nur der Burger. Lol. Okay. Ja, cool. Okay. Gut. Na, immerhin haben wir es jetzt. Okay, dann ab ins nächste Level. Ja, da muss man erstmal drauf kommen, ne? So, große Fische. Zwei Fragezeichen, ein Fisch und unser Genosse hier. Zwei Fische. Ich denke mal, das ist Numero Uno. So, aber dann. Warte, erstmal suchen wir unseren Freund. Oh, das wird bestimmt interessant. Ich sehe den noch gar nicht. Da ist er. Okay, ja, da ist der erste Fisch. Wir gehen mal einfach raus. Ich meine, der dreht sich ja eh nicht um. Okay, vielleicht können wir mit der Angel, wir haben jetzt eine Angel, vielleicht können wir den irgendwie hochfischen. Ich weiß nur noch nicht, wie das funktioniert. Ah, so geht das, okay. Und der merkt nichts. Ja, nee, ist klar. Ah, jetzt fängt er an rumzulaufen. Aber irgendwas müssen wir. Wir brauchen ja jetzt noch zwei. Na toll. Aha, hier haben wir was. Ja, das müssen wir aber aufheben. Scheiße. Ah. Ja, super. Okay, wir gehen erst hier runter. Ah, wir warten noch ein bisschen. Wir krallen uns erst den Krebs, dann hüpfen wir in die Kiste. Na. Ne, wir können eigentlich direkt wieder rauf. Oh, phew. Gott sei Dank haben die so einen tiefen Helm auf, ey. So, dann holen wir uns noch die Perle und dann sind wir hier fertig. Wir müssen halt nur noch warten, bis der da einmal sich wieder gedreht hat. So. Und weiter geht's. So, wir haben alles. Sauber. Und unseren Freund haben wir auch gefunden. Okay. Machen wir noch ein Level. Kürbissuppe. Kürbis, unseren Freund und zwei Fragezeichen. Okay. Ja, ich suche wie immer erstmal unseren Kumpel hier. Ja, da ist er. Okay, der Kürbis liegt da. Was könnten denn die Fragezeichen sein? Vielleicht hier irgendwas? Aha.
Ja, da hoch müssen wir aber erstmal kommen, oder? Oder war das jetzt nur so? Einfach mal alles anklicken. Aha, da war noch was. Ja, wie bekommen wir denn... Okay. Lol. Kickt mich das Pferd voll weg. Vielleicht muss ich den irgendwie erstmal füttern. Dann besser verstecken, weil... Oder? Können wir jetzt aufsteigen? Aha, okay. Okay, alles klar. Dann holen wir uns das mal. Ach, guck mal, und jetzt hat er sich umgedreht da unten. Hoffentlich bleibt er so. Nee, okay, der fängt nur an zu laufen. Drehst du dich nochmal um, Kollege? Aha, das ist sowas wie ein Versteck. Das ist sehr schön. Gut, dann warten wir jetzt. Dann holen wir uns gleich den Kürbis und ich glaube, hier ist noch irgendwas. Und ja, und dann geht's direkt weiter. Komm, dreh dich um. Das war aber jetzt haarscharf, ey. Okay. So, wenn er sich jetzt umdreht, können wir das Level verlassen, weil wir haben eh alles. So. Super. Ja, okay. Wir schauen mal eben. Knurrender Magen. Ein Level noch. Ja gut, das machen wir noch. Das ist dann ziemlich passend. Der Bauernhof. Wir brauchen ein Schwein, unseren Freund und drei Fragezeichen. Oh je, oh je. Drei Fragezeichen. Drei. Ah, hier oben haben wir schon was. Oh. Nein, nein, du brauchst ja nicht hoch. Wir fallen eh runter. So, okay. Gut, ich suche erstmal unseren Kollegen hier. Warte mal. Na, wo versteckt er sich denn? Ich muss mal. Ich sehe den gerade gar nicht. Kommen wir nicht dran. Okay. Verdammt! Okay, also wenn wir das Hühnchen rausholen, rennt er dahinter her. Ich habe doch immer so ein Auge auf meinen Freund, den ich hier suche. Und ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber ich bin nicht sicher. Ach, das müssen wir jetzt schieben. Okay. Warte, wir warten mal. Hebt er uns hoch? Ah, okay, cool. So, jetzt haben wir hier ein Häschen. Was auch immer wir damit jetzt machen sollen. Ach so, jetzt ist er hier verstopft quasi. Jetzt kommt er hier nicht mehr raus. Dieser Maulwurf oder was auch immer das war.
Okay, da ist das Schweinchen. Hier passiert nichts. Und wenn wir den Baum hochkraxeln, dann, ja, dann gibt es halt einen Sturz nach unten. Okay, wir machen das mal so. Wir lassen das Hühnchen frei. Verstecken uns in dieser Box hier. Warte, können wir hier irgendwas machen? Ja. Nein, ich wollte mich doch verstecken. Grrr. Okay, gut. Ach, jetzt sind wir. Ach, der hat das irgendwie gespeichert oder so. Na toll. Lol. Na gut, okay. Immerhin müssen wir nicht alles von vorne machen. Gut, also wir lassen noch mal das Hühnchen frei, nehmen uns das, was da liegt oder was das da ist. Ich habe keinen Plan. So, und jetzt verstecken wir uns wieder da drin. So. Jetzt haben wir irgendwas. Vielleicht können wir damit noch hier hinten irgendwas machen, damit wir an den Ballon kommen. Ach so. Hier haben wir was. Ah, jetzt können wir an den Ballon da oben dran. Okay. Was machen wir? Vielleicht da hoch irgendwie mit dem Ballon? Ich lasse noch mal das Hühnchen laufen. Können wir das noch mal laufen lassen? Ach, an den Hasen? Was zum... Lol. Boah, ich wollte gerade sagen, ey. Okay. Gut, mir fehlt aber immer noch mein Kumpel hier. Ah, cool, da haben wir was. Ich drücke gleich nochmal kurz auf Pause, um zu schauen, was uns jetzt noch alles fehlt. Oder das sehen wir, glaube ich, jetzt, oder? Was zum Teufel? Wir haben jetzt eins. Okay, das Schweinchen ist ja da. Aber ich sehe unseren kleinen Dingens noch nicht. Ah, da. Nee, das war doch jetzt unser. Oder? Ach nee, da ist er. Alles klar, gut, okay. Oh je. Ich verstecke mich besser. Okay, da ist was rausgefallen. Okay. Das ist anscheinend das zweite, ja. Okay, jetzt fehlt noch eins. Wo können wir denn noch klicken? Auf das Häschen vielleicht? Okay, das ist auf jeden Fall das Schweinchen. Das ist dann jetzt unser. So. Eins fehlt noch. Jetzt wird es ja nicht mehr freigehalten eigentlich. Das ist das Einzige, glaube ich, was wir nur machen können. Ach nee, da war was drin. Ein Ei. Okay, gut. Ja, super. Dann sind wir jetzt auch durch. Super. Na super, das ist gut. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Tiny Thief. Bis dann!